Da haben wir mal wieder einiges zusammenbekommen. Ich vergebe meinen Skillpoint wieder, dass ich schneller Berserker wieder sein kann. Jawolle. Und ich dachte, es ist ja dein Quiekviech. Ja, dein Revolver kriegst du natürlich hier, bitteschön, Emre. Der ist relativ gut. Ja, Emre spackt ab wegen dem Revolver. Das, ja, Lustige ist die... Action-Revolver. Das Lustige an den Waffen, die einen besonderen Namen haben. Die Waffen sind meistens weniger wert und meistens besser. Da solltet ihr aufpassen, da sollte man nicht nach dem Wert gehen. Wer ballert da jetzt auf mich? Wo kommt er her? Wer hat den angelockt? Schürk. Dankeschön. Ja, der arme Typ. Ja, so weg. Ziemlich schmerzhaft, wirklich Säureschaden. Ja, ziemlich schmerzhaft, das macht anscheinend sehr viel Säureschaden. Ja. Wir teleportieren uns zurück, und zwar nach New Haven. Wow! Nein, hier ist keine Waffenkiste. Wir wollen nicht bei den Quiekviechern bleiben, weil wir hassen sie. Junge, wer sagt das? Wer sagt das? Nachdem du Level 5 erreicht hast, kannst du die Action-Skill deines Charakters freischalten. Action, Mann! Action! <Die Klappe. lacht> So. Ja, Drogen. Gut. Das sieht schön aus. Wir gehen. Was machen wir jetzt? Anagi. Wir suchen nach Tennis. Auf Ada hinzuschreiben. So, Nagi. Schaut nicht in den Chat rein. Deine dafür bann ich dich jetzt aus diesem Gespräch. Weil deine Mutter ist um einiges schlimmer, als wenn man Arschloch oder Penner oder Arschloch Hurensohn sagt. Weil, richtig, genau. So, wir. Keine Ahnung, was wollen wir denn nochmal machen? Ja, wir gehen da jetzt einfach. Play ETH stinkt, jawohl. Das stimmt. Er redet nicht mehr mit uns. Hallo? Ja, macht es. Ich überlasse euch jetzt mal für 5 Minuten das Kommentieren, damit ihr wisst, wie schwer das ist, wenn da die ganzen Leute dazwischen quatschen. Also okay. Auf! Oh, hier ist wieder Weehawk LP und wir spielen Tarfalarm. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass dieser Kerl hier einen Trinkhut anhat? Sehr interessant. Mhm. Mit Bier, wow. Unglaublich, yeah, geil. Und unsere Mission ist jetzt, Tennis zu finden. Hm, wo ist Tennis? Ich spreche. Wow, sie redet mit uns. Der kaputten Visage glaubt, dass wir beide nach derselben Sache suchen. Tennis. Du solltest hier kommen. Wow, was will die uns nochmal zeigen? Ich wollte irgendwie was mit Action machen, aber ich weiß was mit Action. Oh, ich glaube, der Claptrap will uns dabei helfen, oder? Oder soll ich ihn einfach mal abballern? Wir werden angegriffen. Ah! Wow, da hinten wäre wirklich angegriffen. Ich glaube, oh, ja, egal. Ja, was zum Henker greift uns da an. So, egal. Okay, gut. Zeit für die Pausenmusik. Let map, mach mal die map. So, das war die Super Pitfall Musik für die Nintendo Konsole. Wow, so, und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal weiter, weil wir müssen ja schließlich mit Tennis reden, weil wir müssen ihr natürlich unsere schönen Artefakte Artefakte zeigen, und das tun wir jetzt auch mal. Aber jetzt gehen wir erstmal shoppen, Leute. Mal sehen, ob ihr was Tolles findet. Mhm. Mhm. Wo ist eigentlich Weehawk LP? Hier bin ich. Aha. Ja, wärst du so freundlich und würdest bei mir einsteigen? Natürlich. Bei dir noch immer gerne. Diesen wunderschönen rosa Gefährt. Dankeschön. So, ich habe jetzt auch mal ein Gefährt gemacht für mich und den M. Und wieso sind hier Sonnenblumen? Das sieht sehr interessant aus. Mm, Sonnenblumen. Sonnenblumen, lecker. Mm. Sonnenblumencam. Oh. Und Rax, ganz viel Rax. Rax. Futter. Wo müssen wir eigentlich hin, Emre? Wir müssen weiterfahren. Oh, Moment. Tennis klingt wie play.ch. Ihr seid grauenvoll als Kommentatoren. So, ich übernehme die Steuer hier wieder. Ich muss ja jetzt mal erklären, wir fahren jetzt hier unten lang, den kleinen Canyon hier runter. Über den, für einmal durch den Fluss, das ist die einzige Verbindung, dann über die Brücke. Und wir werden... Erwartet uns nicht mehr. Ja, ich hasse hier sowieso am meisten, Mr. Murray. Ich habe es hier schon... Piss off, steht an der Leiche, piss off.
Schön aufgespielt, Spawn. Sieht sehr schön aus. Warum haben wir wieder so ein dummes Geräusch machen muss? Rehawk, den fahren wir jetzt über. Juhu! Und du darfst jetzt nochmal... Ne, du musst dich drauf halten. Wir machen jetzt alleine die Kiste auf, Rehawk. Weil die beiden sind einfach zu blöd, uns zu folgen. Ja, schön, dann machen wir das doch. Steig bitte aus. Bin schon dabei. Eigentlich ist es eh mal gerecht, wenn ich mal wieder was Gutes bekomme, weil die anderen kehren dauernd irgendwelche tollen Sachen. Nicht. Momentan nicht. Na toll, das sind vier, das sind Revolver und Repeater drin. Na, da gerade das, was sie nicht brauchen. Ein Repeater mit einem Wert von... Nee, ein Revolver mit einem Wert von 3500. Ah, das danke, toll. Das war eine Wette. Emre, möchtest du mir nicht irgendwie helfen oder so? Und sogar zwei Revolver. Nee, nicht. Ich hasse dich, Mr. Okay, ich nehme den wenigsten Repeater mit, den Revolver kann der Emre haben. Nein! Wenn er bei der Kiste hier mal vorbeischauen sollte. Ihr seid alle zu blöd zum Fahren. Mr. Best, ich dauernd sagt, tut mir leid. Also, Rehawk, bis auf den Revolver, dass du alles mitnehmen, auf den sehr teuren. Den darfst du nicht haben. Hier. Bis auf den Revolver. Ja, der 3500 oder so kostet. Sonst ja, nimm dir mit, was du haben möchtest. Und du sollst endlich mal deine Waffen verkaufen. Ich bin immer noch voll, ich hab doch eben zwei Waffen weggeschmissen. Du kannst ruhig mal alles wegschmissen. Du kannst mal ruhig mal alles verkaufen, Rehawk. Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich immer noch voll bin, obwohl ich jetzt zwei Slots eigentlich geschaffen habe. Ja, keine Ahnung, ist halt so. Oh, ich werde von irgendwelchen Spinnen getötet. Musst du nochmal versuchen, geh nochmal aus dem Inventar raus und wieder rein, das sollte helfen. Verstehe. Ja, jetzt kann ich's aufheben. Gut. Aber was nehme ich denn da? Ich nehme mal den Double Repeater. Sehr gut, mach das. Ich habe irgendwas Interessantes gefunden hier beim durch die Gegend fahren, nämlich einen Tagebucheintrag, aber ich gehe lieber mal weg. Mach das. Wir wollen jetzt erstmal so zu Tennis gehen. Scheiße. Ich wüsste echt mal gerne, was ihr dort macht. Das würde mich mal so langsam mal wirklich interessieren. Schauen wir doch mal nach. Ja, das. Also ich schneide hier mal kurz und wir warten auf Carpal Up und Mr. Möhr. Matze, ich war schon auf dem Weg, aber ich wurde immer von. Ja, ich auch. Ich finde den Weg nicht. Bis gleich, Leute. Oh nein. Da ist der Rehawk, hallo. Hallo. Wieso ballerst du auf mich drauf? Oh, oh nee, das ist ein Entschuldigung. Rax. Oh scheiße, das ist ein Rax. Ja, ich mein Auto. Moment. Fuck, ey. Ist ja okay. Ich sehe nicht mal, was mich da gerade getötet hat. So, da sind wir wieder bei Borderlands. Ja, nachdem wir jetzt circa gefühlte Stunde darauf gewartet haben, dass die beiden mal endlich den Weg finden, machen wir jetzt weiter und gehen jetzt die Tennis besuchen. Auch wenn es sich nach einer Sportart anhört. Gut. Tennis. Ja, genau. Und Fingers. Genau, Rehawk. Vielleicht ist hier oben noch irgendwie eine geheime Kiste. Wir gehen mal gucken, indem wir mal aussteigen. Und schauen mal nach. Das kann ja gar nicht so schlimm sein hier. So, was ist hier oben? Wir gehen mal einen kleinen Berg hoch. Da hängen ein paar Leute an Dartscheiben. Eine Kiste finden wir hier leider nicht. Was könnte das sein? Eine Schrotflinte habe ich gerade ganz ausgesehen sofort aufgesammelt. Ach, Dart, die können ja wundervoll Dart spielen. Ich weiß, ob sie das immer so spielen. Das wird ja ein ziemlich kostspieliges Erlebnis. Ich tanze lieber auf dem Tisch hier rum. La, yeah. Flashdance. Juhu. Flash. Oh Gott, er wird wütend. Nein. Action. Kloppen. Klopp, Mann. Du bist so. Ja. Was? Das gibt's doch nicht. So. Alles klar, wir gehen jetzt wirklich zu Tennis hin. Wieso du könntest mich wenigstens heilen. Nein, tue ich nicht. Das macht der Mr. Möhr für dich. Wir gehen mal kurz einkaufen. So, Munition. Juhu. Nein. Hier irgendwie mal was Besonderes für mich. Berserker. Oh, plus 70% Nahkampfschaden. Faustdick, Blutsport und endloser Zorn. Mal sehen. Faustdick. Was für endloser Zorn. Oh Gott. Ja, da habe ich aber schon so viel drauf geskillt. Ich weiß noch nicht, das bringt auch nichts, wenn man da nochmal drauf skillt. Das ist ja gerade das Blöde. Blutsport. Was ist denn Blutsport? Ach, Blutsport ist das da Fußball. Unten. Ah, da. Das ist ja schön. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich glaube, ich kaufe diesen Class-Mod, damit ich mehr Schaden mache. Und ja. Ist ja ein Dings, ja. Ich muss hier mal kurz schneiden, damit ich meine Skillpoints neu vergehen kann. Das kann mal kurz dauern. Bis gleich. Leck? Ja, weil ich gerade wieder reingekommen bin. So, Leute! Ja! Oh, Scheiße! Hallo, das ist schön, dass ihr immer noch dabei seid. Immer noch zuschaut, immer noch kommentiert, immer noch mitmacht.
und immer noch euch hinlos besaufen wollt. Gut, wir gehen jetzt zu Tennis, der Sportart, und gehen jetzt erstmal dahin. Ihr müsst ja die Route hier fahren.